Willkommen zu meinem neuen Video. Was haben wir heute Schönes vor? Wir machen heute einen kleinen Herbstvlog. Leute, ich habe so coole Sachen geplant, es wird einfach nur nice. Es ist ein richtiger Herbsttag. Die hatten zwar irgendwie Sonne angekündigt, aber irgendwie sieht es noch ein bisschen bewölkt aus, würde ich sagen. Vielleicht kommt die Sonne ja gleich nochmal raus. Bevor ich es vergesse, falls ihr neu heute dabei seid, abonniert mich gerne für weitere Videos, das würde mich sehr freuen. Und da möchte ich euch jetzt mal eben kurz sagen, was wir heute alles Schönes geplant haben. Irgendwie habe ich heute einen Bad Hair Day, Leute. Irgendwie steht hier alles zu Berge, aber ihr seid's ja nur, ne? Ich werde mir gleich als allererstes Buddy schnappen und dann machen wir einen richtig schönen Herbstspaziergang, Leute. Ich hoffe wirklich, es regnet nicht, weil ich mir jetzt gerade meine Haare gemacht habe und das ist ja danach wieder hin. Was ganz witzig ist, heute Morgen hat mir meine Mama geschrieben, hast du Lust und Zeit, heute mit mir zu Action zu fahren? Ich so, auf jeden Fall möchte ich mit dir nach Action. Leute, ich liebe Action. Da habe ich mir gedacht, da können wir auch mal ein bisschen gucken, ob es da irgendwie Herbstdeko gibt oder irgendwas anderes. Weil ich sagen muss, ich habe schon die letzte Zeit sehr viel Herbstdeko etc. gekauft. Aber ich habe mir gedacht, das ist auf jeden Fall ein schöner Ausflug. Dass wir nicht heute den ganzen Tag zu Hause chillen. Und nachher, wenn wir wieder zu Hause sind, dann machen wir es uns ganz bequem. Wir werden als erstes baden gehen, eine richtig schöne Wanne nehmen. Und ich werde heute mit euch backen. Habe ich zumindest vor. Ich hoffe, wir machen es auch wirklich, aber ich nehme es mir mal vor. Ich wollte einen Kürbis schnitzen. Leute, das ist so richtig klischeehaft heute. Und von dem Inneren vom Kürbis machen wir heute Abend eine Kürbissuppe. Das ist so der Plan für today. Und ich denke, damit ist das Video dann auch schon ganz gut gefüllt. Und wir gehen jetzt einfach mal direkt raus mit Buddy eine Runde laufen. Der freut sich nämlich schon total. Ich habe das gerade schon gesagt, dass wir gleich rausgehen und seine Ohren waren direkt wieder so. Wir gehen jetzt erstmal mit Buddy raus. Mal raus. Wollte ich vielleicht so Tochter. Raumduft. Das ist ein bisschen pink. Pink? Kitschig. Das ist ein bisschen pink. Nein, kitschig. Du hast pink gesagt, das ja. Ist wie witzig im Video. Dann musst du das wieder löschen. Nee, das lösche ich nicht. Doch. Nein. Der Himmel. Ich werde keine Kommentare mehr abgeben. Blue Wonder versucht zu rebellieren. So, ich bin wieder zu Hause und das ist jetzt mein Action Haul. Ich habe einfach mehr gekauft als meine Mama, obwohl die dahin wollte. Fangen wir mal hier an. Ich habe mir endlich einen neuen Wäschekorb gegönnt, Leute. Mein alter, der ist schon auseinandergefallen. Den hatte ich wirklich schon jahrelang. Aber jetzt habe ich mir den geholt. Ich glaube, der ist auch ganz gut und der hat nur 5 Euro gekostet. Dann habe ich mir hier noch so ein Tablett geholt. Mama meinte, voll hässlich. Ich finde den voll schön. Also, excuse me. Ist doch ein schönes Dingen. Kann auch gar nichts sagen. Dann habe ich für Buddy noch so einen Adventskalender gekauft. Den hole ich immer bei Action. Mag der immer richtig gerne. Und dann noch diese Pet Wet Wipes. Ich frage ihn mal, wie er das findet. Buddy, guck mal, was ich für dich gekauft habe. Oh, ist das toll? Ist das toll? Kannst du direkt gucken, was da drin ist. Uiuiuiui. Buddy, das gibt's aber erst im Dezember. Hier weiter und habe ich mir diesen Cracker hier geholt. Leute, das war ein Impulskauf. Ich habe das gesehen und dachte, Crunchy Cracker Cheese Flavor. Das muss mit. Dann natürlich wieder The Pink Stuff, Leute. Das gibt es nämlich bei Action und diesmal hatten die wirklich alle Sachen. Aber ich habe mir nur so ein paar geholt. Ich habe mir einmal den Toilettenreiniger geholt. Den habe ich mir auch tatsächlich noch nie geholt. Ich weiß gar nicht, wie der ist. Genauso wie dieser Cream Cleaner. Also das ist, glaube ich, einfach wie so eine Scheuerpaste oder so eine Scheuermilch, eher gesagt. Dann habe ich mir noch hier diesen Glasreiniger
Badezimmerreiniger geholt. Den habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Aber diesen Badezimmerreiniger, den hatte ich schon öfter und der ist wirklich super. Ich brauchte Tampons, Leute, weil ich habe gerade meine Tage, ne? Ich sag's euch so, wie es ist. Und dann gucke ich. Ich so, hä, warum haben die denn nur Mini-OBs? Weil die sind ja immer rosa. Dann habe ich gesehen, nee, die gibt es in verschiedenen Größen, Leute. Aber trotzdem in rosa. Dann habe ich auf den Preis geguckt, Leute. Ratet mal, wie viel eine gekostet hat. 1,70 Euro. Also ich glaube, für so eine Packung zahle ich im Rossmann oder im DM irgendwie 3 Euro noch was oder so. Ich bin mir nicht sicher. Also richtig günstig. Und dann habe ich mir auch nochmal von Lenoir hier diese, wie heißen die denn? Trocknertücher geholt. Einfach nur geil. Das war meine Ausbeute und ich würde sagen, wir werden jetzt zuerst in die Badewanne gehen. Wir fangen jetzt direkt an mit dem Backen. Und zwar habe ich mir beim letzten Mal, als ich bei Ikea war, diese Cinnamon Rolls geholt. Und Leute, vertraut mir, die sind so easy und einfach mega lecker. Die gerade schon für ein paar Stunden in den Kühlschrank gestellt, damit die auftauen. Und jetzt versuche ich, die mal in diese Form hier reinzuhauen. Dann machen wir nachher noch eine schöne Glasur drüber und dann ist es perfekt. Und in der Zeit, wo das gleich backt, können wir nämlich schon mal den Kürbis schnitzen. So Leute, hier haben wir das gute Stück. Ich habe mir gestern 2 von den Teilen gekauft. Ich wollte nämlich einen nicht so gruseligen machen. Und kurz vor Halloween wollte ich mir nämlich nochmal einen ganz, ganz gruseligen schnitzen. Wir machen heute den nicht so gruseligen. Ich habe nämlich gesehen, man kann das Innenleben auch essen. Das heißt, wir können damit eine super Suppe heute noch kochen. Leute, ich habe dieses Monstrum jetzt ausgehöhlt. Wollt ihr mal wissen, wie viel da jetzt übrig geblieben ist für die Suppe? Wisst ihr, was das Gute ist? Ich habe immer noch einen Backup-Kürbis im Petto. Aber jetzt kommt erstmal das Schönste, Leute. Ich vergesse echt jedes Mal, wie anstrengend das eigentlich ist. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich meine Finger abhacke. Das ist echt funny. Ich glaube, jetzt kriege ich doch noch ein bisschen mehr von dem Kürbis rausgeschnitten. Ich glaube, man braucht da so richtiges Werkzeug für, was ich zum Beispiel jetzt nicht habe. Ich glaube, da muss ich mal rein investieren in so ein Werkzeug. Oh, mein Freund und ich, wir gucken im Moment eine Serie. Beziehungsweise haben wir die gestern erst oder vorgestern angefangen. Die heißt Teen Wolf. Die Serie ist wohl schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall ist das echt eine coole Serie, muss ich sagen. Also gibt auch coole Vibes jetzt. Wenn wir jetzt so im Herbst muss man sowieso so ein bisschen gruseligere Filme gucken. Ich gucke ja aktuell immer noch Sex and the City. Die habe ich noch nicht ganz durch, aber fast. Aber ihr könnt gerne mal sagen, was ihr so aktuell für Serien guckt oder welche Filme ihr jetzt gerade so in dieser Halloween-Zeit empfehlen könnt. Gerade so in den letzten Jahren, muss ich sagen, habe ich echt den Oktober und diese ganze Halloween-Zeit richtig lieb gewonnen. Ich mag Kürbisse, ich mag den goldenen Herbst, ich mag die Farben, ich mag die Klamotten. An Halloween lade ich 2 Freundinnen von mir ein. Mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was man so Cooles machen kann. Und jetzt bitte nicht sagen, Gläser. Das wollen wir nämlich nicht machen. Aber irgendwas Cooles, irgendeine coole Aktivität, die man an Halloween machen kann. Außer jetzt vielleicht einen Horrorfilm gucken oder so. Vielleicht irgendwelche Spiele, ich weiß nicht. Oh! Die sehen aber schon nice aus, Leute. Die müssen aber noch kurz. Machen wir schnell den Mund und dann holen wir die Dinger raus. Ich hatte die ganze Zeit schon Angst, dass ich die gleich vergesse. Ja, Buddy, der ist nicht so schön geworden, ne? Ich drehe ihn. Was ist das denn? Ich glaube, der ist auch ein bisschen geschockt, was ich aus ihm gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr für die Suppe. Und dich zünden wir nachher mal an, dann gucken wir mal, wie du aussiehst. Wir warten erstmal, bis du so bist.
Leute, ich werde euch jetzt ganz fix und einfach erklären, wie ich meine Kürbissuppe mache. Also das sind die Zutaten, die ich noch hinzufüge, außer den Kürbis. Also ich habe jetzt ungefähr so viel Kürbis, also nicht so viel. Aber ich werde jetzt nicht den anderen aufschneiden, weil es dann echt zu viel ist. Dann so ein paar Kartoffeln, die werde ich gleich einmal schälen. Die Möhren werde ich auch schälen. Und dann eine Gemüsezwiebel, die kommt auch komplett rein. Die geschälten Sachen könnt ihr dann einfach in den Topf geben und dann 20 Minuten alles schön kochen. Danach wird das alles püriert. Dann könnt ihr das noch nach Belieben würzen. Und ja, das war's auch schon. Was will ich? Ich hätte sie nicht. Du bist doch ein Engel. Das hier ist. Ich habe noch so eine Lichterkette angemacht, Leute. Und dann habe ich hier noch auf YouTube so ein Lakeside Ambience. Nennt man das Ambience? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall so herbstlich. Ach, ich liebe es einfach. Das ist doch einfach ein Vibe hier. Und Moment, jetzt muss ich mal eben gucken, wo meine Cinnamon Rolls sind. Oh yes. Die gibt es nämlich jetzt auch noch als kleinen Nachtisch. Und dabei gucken wir dann noch unsere Serie.